Ja, Bob. Er gibt nur das Geld aus. Viel Spaß. Yay. Richtig. Richtig. Ja. Genau. Wie viel Dünger hast du noch drin in deinem Anhänger? Ach so, okay. Am Shop steht aber noch ein Anhänger, du müsst noch eine Palette oder zwei Paletten Dünger drauf sein. Den habe ich kurz benutzt, um Werkzeug auf den Hof zu fahren. Kannst du ja wieder. Glas ist super. Kommt drauf an, der große oder hast du den mit ja ne, der hat 250 oder 205? 250 oder 205? Ich sag's dir. 205. Ich habe gar nichts gekauft. Das war der Daniel. Ich habe jetzt nur ein Pack nochmal zusätzlich neu gemacht. Richtig. Ne, ja. Dann füll auf und komm zu Feld 36. Weil da bin ich gerade am Dünger und ich habe nur noch 150 Liter drin. So, ich würde jetzt aber noch für. Ich würde jetzt aber noch Mähwerk für Gras bzw. Silage und eine Ladewache kaufen. Damit man damit Silage arbeiten können.
Bob? Ja, bitte. Hast du eigentlich auch Ballenpressmaschinen gekauft? Da war ich ja schon am Überlegen, aber mein Plan B wäre halt ein Ladewache gewesen, dass wir gar nicht erst mit Ballenpresstechnik anfangen müssen. Ladewache wäre halt einfacher, oder nicht? Macht ja nichts. So. Achtung. Der Bob. Ja, der Bob will zu seiner Anhänger. Die braucht er jetzt. So. Ja, möchtest du mit Baller hantieren, Christian? Weil dann würde ich für dich noch eine Ballepresse kaufen. Mir ist das egal. War jetzt nur eine Frage. Ah, okay. Also die Ladewege, die sind okay. Stimmt, da brauchen wir ja dann noch eine Scheier. Ja.
ungefähr 12,20. Unsere hat. Naja, das macht er nicht. Links. Dich, Patrick, jetzt machen wir das Let's Play doch zu dritt, ne? Richtig. Ist doch alles gut, macht doch alles richtig. Magst du dann die Folge im Schnitt alle 40 Minuten lang? Ich habe das Feld abgebrochen, abgeschlossen. 19, wo ist 19? 19 ist der Opfer. Müsst mal ein Stück fahren für Feld 19. Warte, dann mach ich ist auch ein schönes, großes Feld. Wie viel hast du noch in deinem Anhänger? Gut, pass auf, ich nehme Feld 19 an, dann fahre mal gerade zu zweit hoch an Feld 19 und weil ich habe jetzt noch 14%. Jawohl, Feld 19. Na, da fahren wir hinterher.
Es ist Privatgrundstück. Du fährst immer über mein Gästefeld. Und noch einer. Ich bin über dein Strohablage gefahren, ne? Nicht übers Feld. Sache, Privatgrundstück. Befahren verboten, hä? Gut, ich meine, das ist ja auch Eiern, Grund und Boden, ne? Hört ihr uns zusammen? Ich freue mich schon auf später, wenn es dann so weit kommt, dass man mit Winzerei anfangen kann. Das ist voll mein Ding. Ja, da habe ich mal schon überlegt, ob ich im Privaten nicht oder für mich allein auf der Italien-Map anfange. Das ist dann eine Karte, da hast du wirklich großteils Weinbau. Wieso? Das ist doch gerade da. Tja, ich los halt Larve. Ich habe kein Gewicht dran gemacht. Nee, brauchst das Gewicht eigentlich nur dann, wenn du wirklich voller Hänger hast. Deswegen ist das Gewicht für mich unnötig. Fangst du rechts an? Ja. So, die Gerste ist abgemäht. Ne, ich habe eine Ladewaage gekauft, das ist einfacher. Weil die Balle müsste man erst irgendwo einlagern und. Ja, 25% schon erledigt vom Feld, aber hab noch 10% im Hänger.
du. Naja, wirklich viel hat's Ertrag hat's nicht gebraucht. Ich habe jetzt 22.061 Liter Gerste da auf der A-Hänge. Die schütte ich jetzt bei uns ins Silo. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Gerste. Bin mal gespannt, wie viel Stroh rauskommt. Wie läuft flüssig, Patrick? Okay. Ja. Ja, ich dachte, diese Capture Card braucht man nur, wenn man über Konsole oder wenn man Computerspiele aufnimmt. Ah, okay. Ah, okay. Ach, stimmt, du arbeitest hier mit zwei PC. Ich dachte, du machst alles mit M. Wenn du jetzt. Okay. Ja. Ja. Wie ist denn das? Du wirst wahrscheinlich Timelapse-Sätze hier während deiner Feldarbeiter, ne? Schätze ich mal. Ja, Feld 19 ist fertig und abgeschlossen. Der Christian ist so schnell, der braucht kein Timelapse. Ja und ne. Wir hätten noch ein Feld zu ne, wir hätten zwei Felder zu düngen, 13 und 44. Ne, Quatsch, haben wir ja. 12 meine ich. Die 12 werden noch machen. Es ist ein ganz kleines Feld. Ja, pass auf, dann fahren wir runter rüber zu. Was habe ich noch drin? Ich habe A noch. Ne, das reicht uns wahrscheinlich nicht.
200 Liter werden uns nicht reichen. Das heißt, man müsste auf jeden Fall. Bob, Jo. Schneidewerk für Haferhammer? Wir haben Schneidewerk für beides, Fruchtsorte. Okay. Also ich habe zwei Schneidewerke gekauft, dass wir alles abernten können. Redox, ich schließe mein Feld ab. Ich würde zwei Aufträge an, na, vielleicht ein Auftrag annehmen, Feld 22 Ernte. Da ist Raps mit unserer Maschine. Dann fahrt einer mit dem Mähdrescher hoch, der andere mit dem Träger. Jo. Feld 39. Bob. Jo. Feld 39 wäre ein Auftrag zu Grubbern. Haben wir einen Grubber? Nee, habe ich jetzt keiner gekauft, weil ich. Wir haben ja die Sämaschine, die selbst grubbern. Gut, dann. Aber kein schöner Käfer. Ja, da tät ich in der Miete. Habe ich schon gemacht, Entschuldigung. Ihr müsst dann aber mit dem kleinen Traktor arbeiten oder ihr kauft noch mal einen großen, weil der große habe ich gerade mit dem Ladewagen. Der kleine, der hat 205. Also die erste volle Woche ist schon, bin ich gerade am Ausladen. Wir haben Nein, drei. wir haben drei, ja. Also drei für normale Transporte und Ladewache für Gras und Heu. Du hast aber keinen Hänger gehabt, ne? Dass man dann das Ding transportieren kann, ne? Du meinst Schneidwerkware? Ja. Für die Schneidwerke könnte da auch den flachen nehmen, der beim Händler steht, wo die Paletten und die Schaufel noch drauf sind. Herr Christian. Was Schneidwerk könntest du denn flacher nehmen? Flache passt der auch an meinen Das Mähdrescher dran. müsstest du ausprobieren. Weil wir brauchen einen Traktor mit Hänger und einen Traktor und einen Mähdrescher. Gut, an den Anhänger, wo der Patrick jetzt mitnimmt, da kann er auch noch ein zusätzlicher Anhänger dranhängen. Ach, ich fahre einfach mit Überbreite über die Stroß. Auf dem Weg zu Feld 22. Hui. Da, wo wir gerade eben waren. Drehen wir um. Drehen wir um. Dreh um. Ja. Dreh um. Test, was ich merke. Ich habe den Schein dafür, ich darf das.
Also Patrick Strohhammer Vieh. Der erste Anhänger habe ich schon komplett leer gemacht und jetzt bin ich davor, den zweiten Anhänger schon voll zu haben. Hey, das dürfte aber nicht breiter sein, das Schneidewerk. Ja gut, ich habe halt gleich wohl Geld in die Hand genommen, dass man im späteren Verlauf von Spiel schon relativ gescheites Material hätte und mit 3-4 Mal anfangen müssen, das gleiche Zeichen, nur in verschiedene Größen und Stärke zu kaufen, weißt? Außerdem sei das so im Prinzip auch schneller fertig, ne? Das halte ich für ein Gerücht. Ist schon wieder fertig. Ja, dann. Kann ich machen. Ja. Dann stehst du auf. Okay. Halb sieben. Da bin ich schon da meinem ersten Kunde zum Laden. Ich fahre nach links, Vorsicht. Ich würde für den Händler vielleicht einen Gabelstapler kaufen. Ist vielleicht einfacher, wie den Traktor da zu bunkern. Ist das. Wäre das für euch okay? Ich würde zum Händler einen Gabelstapler stellen, den ich kaufe, weil dann haben wir den Traktor für andere Anwendungen wie einfach eine Palette rumzubürgen. Achso, ich kann die vielleicht gar nicht abgeben, das müssen nur die Fahrzeuge weg. Ne, Raps. Raps, du weißt schon, wo es hinfahren muss dann, ne? Ein Solo-Projekt im Landwirtschaftssimulator will ich auch noch machen, Patrick. Ah, okay. Okay. Und was hast du da für eine Karte? Ist die im Mod-Hub oder muss man die sich extern runterladen? Ah, okay. Aber jetzt hier im Mod-Hub von Giants ist er nicht, ne? Ah, okay. Ach so, ja. Ja.
Oder ich werde mal in das Let's Play reingucken, wenn du so bläst. Was denkst du, wann erscheint dein Solo-Projekt? Ja. Ajo. Richtig. Ich glaube, ich habe meinen neuen Lieblingstraktormarkt gefunden. Glas. Ja, die ganze Zeit war ich hier relativ. Ja, richtig. Ja gut, ist in Hockenheim ist schon nur ein Händler, ne? Das ist ein Werk. Ich glaube, das ist nur ein Händler mit Werkstatt dabei. Hast du Probleme mit meinem Rohr? Ja, so werde ich im nächsten Part dann anfangen zu säen. Als Stroh ist jetzt gleich runter vom Feld. Aber da du ja wahrscheinlich sowieso gleich die Aufnahme beenden wirst, bringt es jetzt nichts noch anfangen dort zu säen. Das kannst du aber trotzdem machen, ich weiß ja nicht. Willst du nach dem Feld oder jetzt zwischendrin dann aufhören? Ich würde sagen, halt, oder? Wenn ihr den Luft drauf fertig habt. Also, das Feld, Daniel, Bob, kannst du ruhig schon anfangen zu sehen. Das brauchen noch ein paar Runden. Na gut. Das kann ich. Oder soll ich mit ihm. Mit meinen zwei Anhängern noch dazu kommen und Zeug wegfahren. Bin mir der Ende Anhänger noch gar nicht voll. Also. Wie viel Prozent kosten? Ach Gott. Ich kann dir das gucken. Du hast den Tandemhänger, ne? Den von Glas. Ja, sag ich doch, den Tandemanhänger von Glas. Der hat 22,5 Kubik. Das sind 22.500 Liter, ne? Oder sehe ich das bald?
Wir haben in unserem Strohlager schon 132.000 Liter. Im Strohlager, ja. Und ich fahre jetzt noch mal auf das Feld drauf. Ne? So. Also die Auswahl an Unastend und Halle in dem Spiel finde ich doch relativ dürftig, wenn man ohne Mods spielt. So, jetzt will ich noch das Material hochgehoben, was noch beim Händler rumsteht. Wenn da überhaupt noch was rumsteht. Das, was du gekauft hast. Da ist jetzt noch Schneidwerk für ein Eis. Und der A-Hänger. Mit Schaufel und Saat. Der hat goldige Räder. Ja, die sind so klein. Klein und goldig. Gucke. Was kann ich denn sehen? Mit Choice. Ah doch, was kann ich sehen? Ja, dann machen wir doch das. Ne?
Dann gibt's jetzt so einen Platz. Ja, ich sehe jetzt auf dem Feld, dass ich abgeerntet habe, Raps. Weil das die einzig vernünftige Frucht ist, die ich jetzt abernte, die ich jetzt zählen kann. Gras brauchen wir jetzt noch nicht wirklich, wir arbeiten hier noch nicht mit Silage. Richtig. Habe ich ja gesagt, mit Tiere würde ich gerne anfangen, wenn man mit Mods anfangen zu spielen. Weil da habe ich richtig feine Tierstämme. Ja. Richtig. Christian? Wie viele Kühe gehen in den Kuhstall, wo wir zwei auf dem Server hin? 500. Das ist schon warten. 500 Bienchen. Ja, gut, wir haben aber einer genommen mit automatischem Futter. Butter. Ich hab auch Mobilier gekauft. Schiebst du mich jetzt durch die Gegend oder was? Beim Händler stehen jetzt noch mal 8. Und deine Palette Dünger, ne? Ja. Da habe ich schon einen Fall, geh du mit dem Anhänger, ne? Ja, auf deiner Minimap in Ausrufezeichen. Und das, was nicht abladen kannst, oder das, was zu viel hast, das ladst bei uns im Silo ab dann. Ja gut, das sind wir noch nicht so weit. Ja, aber weil Wald könnte man noch gebrauchen, ne? Oder spielt die nur eine Rolle, wenn man mit Gras hantiert? Nee, die Wald brauchst du, wenn du dein Feld neu besamen durst. Also so wie jetzt, ne?
Ja, genau. Dann musst du noch mal walzen. Muss gewalzt werden, richtig. Feuermäßig, was ich jetzt noch brauchen muss. Die braucht 160, die braucht 350. Dann nehme ich die kleinere Walzer. Die können wir dann auch mit dem kleinen Traktor betreiben. Ja, eine Walzer, weil ich die Sag brauche. doch, der gibt nur Geld aus, ne? Wir tun hier hart arbeiten, dass das Geld reinkommt, so Peanuts, Beträge. Und der andere haut das gleich doppelt mal wieder raus. Oh ja. Gut, ihr vergessen, in welchem Spielstatus wir gerade sind, ne? Oh, wenn ich einkaufen gehe, dann gehen schon immer 100 € ins Land, ne? Apropos einkaufen, man müsste mal wieder in Frankreich einkaufen, Patrick. Ja. Ist momentan nicht so gut, oder? Dann hängt es einfach wirklich mal. Oi. Ja, und mit wem machst du das? Okay. Ja, und der Kollege aus Joachim hat einen Sprinter oder was? Und der Kollege. Ah, okay. Ja, das kommt am Ende vom Auftrag. Boah, ist das geil. Ich liege hier direkt unterm Fenster. Und wenn dann so ein kühler Wind durchgeht, ne, das ist einfach gut, wenn du dann im leichten Wind liegst. Einfach angenehm. Das ist 60%. Der ist noch ein. Ja.
jetzt habe ich der LS22 schon so lang, ne? Und habe noch nicht irgendwo angefangen, allein zu spielen. Ne? Aber ich habe gestern oder vorgestern im Facebook geguckt, ne? Bei SCS. Die bringen jetzt wohl bald die neue MAN ins Spiel. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich hätte noch eine Idee, was wir machen könnten. Das kann ja. Er gut. Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll wäre, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir stellen. Können wir das ausgeben? Ja, wir können. Nee, jetzt mal ohne Witz. Meine Idee ging jetzt dahin, dass wir hergehen und sagen, okay, wir stellen uns Dünge-Silo auf der Hof. Das könnte man mit Dünger füllen und dann bräuchte man nicht immer Palette kaufen. Aha. Ah ja. Ich weiß, dass es ein Update geben soll, wo du deine Felder bewässern musst. Wo du dann Bewässerungsanlage aufbauen musst. So, Rohrsystem, ne? Wie es wirklich gibt. Das wäre Hammer. Richtig, das habe ich gesehen in Facebook, dass es sowas gibt.
bringen wollen? Ich würde gern Spargelfelder und Erdbeerfelder. Spargel? Ja. Okay. Ah ja, das ist wie das Bewässerungssystem halt, ne? Ding fände ich cool. Karotte. Tut mal leid, ich den hier ganz schnell erfahre, weil ich fahre nur 10 km/h. Ja, das wird eine von der nächsten Mod-Seite, die ich drauf mache, dass man Geschwindigkeit einstellen kann. Ein Cursed Play auf jeden Fall. Bob. Doch, also, das muss auf jeden Fall mit drauf. Das ist ja von Giants, kann ich ja auch benutzen jetzt mittlerweile. Ja? Das, ja, natürlich. Gibt's bei Giants Mod. Okay. Ja, dann mache ich das Curseplay mal, dann mache ich mal schon mal die erste Mods drauf, unter anderem das Curseplay, die Geschwindigkeitseinstellungen von verschiedenen Fahrzeugen und Geräten. Und die Tiere, also die Tierstellen. Ne? Jo. Und der oder andere hier spielt Traktor vielleicht. Nee, auch. Den darfst du nicht drauf machen. Warum nicht? Da muss sich der Redox erstmal die Erlaubnis von ihm holen. Ah, okay. Also das ist von Hirschfeld. Das ist ein Aachen-Streamer. Jo, da würde ich erst noch fragen, ob du dem seid, so ich mitbenutze darfst im Stream. Na gut, wir sind ja bei dem im Discord, ne? Wir könnten mir wohl vorhören, ne? Man könnte vorhören, jo. Probe ich mal später oder morgen im Discord ob wir dem sein Material benutzen dürfen für unser YouTube-Projekt. Und dann sehen wir, was kommt. Ne? Ja, leer. So, dann ablade und ich fahre wieder retour. Wohin hast du geschafft? Das heißt, wir müssten nach noch, wir müssten nach Roho, ob wir das Hot Cargos Logistikzentrum benutzen dürfen, ne? Richtig. Bei welchen Mods müsste ich denn da noch drauf achten? Sonst nirgends wahrscheinlich, ne? Ja, das ist halt da das Problem, dass halt, dass der Name halt mit drauf steht, ne? Ja.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Wechselbrücke denke, die könnte ich jetzt wahrscheinlich ohne, also die, die ich immer habe hier, der MAN zum Beispiel, oder die Ja, da kann kriegst du keine Probleme. Geht halt beim Hirschfeld, beim Hirschfeld ist halt, weil das Logo mit drauf ist und das ist ja danach für die ganz andere Zuschauer offensichtlich, was man da benutzt. richtig. Ne, dann schreibe ich morgen mal per Handy ins Discord, ob wir das dürfen. Vielleicht habe ich ja bis morgen hier oben schon eine Antwort drauf. Ne? Jo. Und dann wissen wir ja, was Phase ist. Weil die Traktoren sind halt extrem cool. Muss Uffähre abladen, muss Uffähre abladen. Jetzt noch immer hängen. Ah jo, genau, der Rest fahrst jetzt wieder runter. Nö, ne, Hallo das. Bob. Hallo. Wieso ist das Diebstahl? Ja doch, das haben wir ja geschenkt gekriegt vom. Den sehe ich auch gerade aus, Raps. Wie viel hast du denn jetzt noch in deinem Anhänger, Patrick? Naja, das ist ja nichts. So einer, Jakob. Hat er genau gewusst, ich bin ein Gauner. Pass mal auf, wenn die ersten MAN-Mods drauf sind auf dem Server. Definitiv. Wenn ich anfange mit Wechselbrücke. Du sollst Landwirtschaftssimulator spielen, nicht Euro Truck Simulator. Das ist richtig. Das stimmt, Logistik haben wir auf unserem Server ja schon genug, ne, Christian? Jo. Ja, das will ich, da würde ich sagen, wir nutzen vom, wenn wir das dürfen, dass wir vom Hirschfeld die Sache benutzen dürfen. Dass man da aus dem Logistik-DLC wirklich nur die Schüttguthalle zum Beispiel benutzen. Ne? Wenn so ein bisschen Palette-Produktion hätte ich auch gern, jetzt zum Beispiel die Gewächshäuser hier, Tomate, Salat, Erdbeere oder die Plantage, wo wir auf dem Server hin mit Äpfel, Kirsche. Das hätte ich jetzt schon ganz gern. Aber halt nicht so extrem übertrieben, wie wir es auf dem Server gerade praktizieren, Christian.
Kommt da auf gleich abgehen. Ja, kippst in Silo, ne? Mache ich dann mit der Schaufel. Ja, ich habe jetzt auch noch zwei, drei Bahnen und dann ist das Feld 8 besät. Willst du dann morgen auch? Hä? Was? Warum nicht? Ach so. Ja. Willst du morgen auch noch mal aufnehmen, Patrick, oder? Okay. Weil den Spielstand lasse ich jetzt wirklich nur so. Oder den Spielstand lasse ich in Ruhe, wenn wir nicht zusammen spielen und spiele dann wirklich nur, wenn wir zu dritt sind. Ja. Ja. Das ist richtig. Was denkst du, wann das Projekt erscheinen wird? Montags wäre doch ganz cool. Ja. Ja. Hallo. Bist schon auf dem Hof, am Abkippe. Ach so. Ja. Also mein Feld ist besät oder unser Feld. Christian, bist du noch da? Ja. Okay. Ich habe mich nur vor den Drescher gestellt, um die Folge abzuschließen. Ach so, ich mache jetzt noch die Palette Saatgut weg, was da auf dem Ding steht. Huch, du weißt aber nicht, wie viel drin. Nee, ist gut. Ist gut. Jetzt mal ohne Witz, was würdet ihr von der Idee halten, auf der Hof so ein Saatgut- und Düngesilo zu stellen? Dass wir halt nicht ständig hergehen müssen Gebt doch Geld aus. Gebt doch Geld aus. ja, das ist dämlich. Ich gebe jetzt Geld aus und dann wird wieder gemeckert. Dünge, Edelstahl, Flüssigdüngeteil. Wasserteil. Nein, wir haben wenigstens 50.000 Euro eingenommen mit unserer Job.
Moment, Moment. Das ist so ein typisches super Ende. Bob fängt A mit Geld ausgeben, Bob hört auf mit Geld ausgeben. Ihr habt sie nimmer all. Unser Bling Bling Bob. Jetzt passt mal auf. Ja, Moment. Hey, wenn das so weitergeht, schmeißen wir den Bob aus unserem Hof. Ja. Wir sind hier, um Kosten zu sparen, nicht um auszugeben, Bob. So. So, kommen wir kurz her. Ich erkläre es euch, was ich gemacht habe. Ja, genau. Ne, das eine Silo ist Dünger von denen beide jetzt. Und das andere ist Saatgut. Richtig. Macht es uns wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Gut, ne, dann machen wir weiter. Bin unterwegs, ich renne im Bambi hinterher. Jo. Springt dich jetzt. Bis Tschüss, dann. liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal.